willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier zu einem weiteren Unboxing. Wir sind hier heute auf der Suche nach CR7. Habe ich schon lange nicht gemacht, Ronaldo in den Stickertütchen, in den Boostern zu suchen. Ich habe das heute aber so aufgeteilt. Ich habe 7 AXL Booster für CR7 dementsprechend natürlich und 7 FIFA 365 Stickertütchen. Also wir suchen CR7 in 2x7 Boostern. So kann man es, denke ich, mal gut beschreiben. Mal gucken, ob wir CR7 schaffen zu finden. Es zählt jeder Sticker, es zählt jede Karte. Ja, es gibt ja auch Sticker, wo beispielsweise Ronaldo auf mit einem Torjubel drauf ist oder so, ne? Also, schauen wir mal. Ich öffne immer Wechsel, Booster, Sticker, Booster, Sticker, Booster, Sticker, Booster, Sticker, Booster, Sticker. Und wir starten rein in die erste Runde, beziehungsweise ins erste Päckchen. Und schauen wir mal, wen wir hier so bekommen. Ihr könnt gerne unten reinschreiben in die Kommentare, welchen Spieler wir als nächstes suchen sollen. Heute ist CR7 mal wieder dran. Wer wird es beim nächsten Mal? Schreibt es unten rein, Leute. Am besten ist es immer so, dass, also ich finde es, also meiner Meinung nach ist es cool, wenn wir nach Spielern suchen anhand der Trikotnummer. Beispielsweise, keine Ahnung, ich habe hier liegt gerade ein Thomas Müller neben mir als limitierte Auflage von der Matchtex. Thomas Müller hat die 25 in 25 Boostern auf der Suche nach Thomas Müller. So beispielsweise, ne? CR7 machen wir es ja gerade das gleiche oder dasselbe. CR7 auf der Suche in 7 Boostern. Und ich denke mal, ihr habt es verstanden, wie ich es meine, ne? Genau. Wir starten hier mit Hani von Spartak Moskau. Dann haben wir den Schalker Brel Bolo. Thomas Müller, gerade das Beispiel gemacht in 25 Boostern auf der Suche nach Thomas Müller. Und da ist Thomas Müller. Thibaut Courtois. Everton von Gremio und von Boca Juniors Gonzalo Maroni. Maroni Banoni. Legen wir hier hin. Im ersten Päckchen war keiner drin. Kein CR7. Im ersten Stickertütchen, Fragezeichen. Da ist er! LOL! Direkt im ersten. Der erste Sticker, Leute. Der allererste Sticker ist direkt CR7 hier. Hier beim Freistoß, hier beim Torjubel. Mit Mascherlo im Hintergrund. G. Holy shit, Alter. Holy shit. Da bin ich mal gespannt, ob wir den auch noch in den AXL-Boostern finden, den CR7. Im Stickertütchen direkt im ersten haben wir ihn schon gefunden. GG, Leute. Alle GG unten reinschreiben in die Kommentare. Mal gucken, ob wir vielleicht nochmal CR7 finden können. Ich mache natürlich hier weiter. Philippe Luis, Koke, Joshua Kimmich, Thomas Lemar, Blaise Matuidi und Christian Pulisic vom BVB. Natürlich ist es mit den Stickern etwas einfacher, weil halt genau solche Sticker mit bei sind, ne? Solche Sticker, wo Ronaldo einfach mal jubelt oder ein Pokal in die Luft hält oder ein Mannschaftsfoto. Solche Karten gibt es halt nicht. So, Zopnin von Spartak Moskau. Dann haben wir das Barca-Logo. Dann haben wir Mannschaftsfoto Frankreich, Mannschaftsfoto Australien. Die drei, hier drei Franzosen. Einmal haben wir hier Fekir, Thauvin und De Jong. Und dann noch KDB, Kevin De Bruyne. Geiler Spieler. Aber um ihn geht es ja hier heute nicht. So, Agustin Rossi, dann José Sá, Handanovic, Carlos Tevez, Milan Skriniar und Fernandinho von Man City. Auch im dritten Tütchen, im dritten Pack keine Spur von CR7. Casemiro. Casemiro von Real Madrid, Almami Touré, Acosta, Morep und Juninho. Okay, 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 okay. Kein CR7 in Sicht. Nächstes Pack. Oh. Shinji Kagawa. Piqué, Ter Stegen, Jordi Alba. Leute, seid ihr eher Team Ter Stegen oder seid ihr lieber Team Manuel Neuer? Schreibt mal unten rein in die Kommentare. Da bin ich echt mal gespannt. Team Ter Stegen, Team Manuel Neuer. Weil die Diskussion steht ja nicht nur jetzt zu den Länderspielen, sondern auch schon vorher, dass Ter Stegen einfach ja der bessere Nationalkeeper wäre aktuell, weil Manuel Neuer, ne, ihr wisst ja selbst. Ich bin eher sogar Team Ter Stegen, so 60% Ter Stegen bin ich und 40% Manuel Neuer. Es sind beide gut, keine Frage, es sind beide gut, aber ich bin eher, wenn man sich entscheiden müsste, wäre ich für Ter Stegen.
Dann bin ich jetzt mal auf eure Meinung gespannt. Ich glaube, das hatte ich euch noch nie gefragt. Hier Götze, Brahimi und dann noch von Schalke 04, Weston McKennie. Weiter geht's mit Metzon aus von Gremio, Mario Rui, Neto, Thielemans und Radamel Falcao. Okay. Drei Päckchen hier noch und drei Päckchen hier noch. Insgesamt sechs Tütchen. Schauen wir mal, ob da noch was Geiles drin ist. Miral Empjanic, Juventus Turin. Verein ist natürlich richtig. CR7 bei Juventus Turin. Apropos hier, wo ich gerade Trikot Juventus vorlese. Champions League, Leute. Ist jetzt schon wieder zwei Wochen her oder eine Woche her, Champions League. Es war einfach brutal, dass CR7 die Partie da nochmal gedreht hat, ne? Ich hätte es auch gegönnt, wenn Atletico Madrid weitergekommen wäre. Aber was da Ronaldo gemacht hat, ist ja schon mal absolut brutal. Absolut brutal. Keylor Navas, Stamboli, Nicolas Otamendi und Roman Zobnin. Den hatte ich doch eben schon mal, Zobnin. Aber ich glaube als Sticker, ne? So, Logo von Tigris. Ich finde es cool, dass man die Sticker hier so rund einklebt. Noch cooler würde ich es finden, wenn man das Logo so, wie das Logo ist, halt einklebt, ne? Also hier so ein Rechteck Tigris mit den Sternen hier. Die Sterne hätte man ja rund machen können, weil die Sterne ist relativ schwierig zu drucken und dann einzukleben. Aber so rund ist auch schon eine erste coole Idee. Nur mal so als, ja, einfach so zwischendurch. Boca Juniors Trikot. Das beim Trikot das gleiche. Das Trikot hat man hier so rund gemacht. Cooler würde ich es finden, wenn man nur das Trikot hat hier. Den weißen Rand und das Trikot dann so einklebt, würde ich noch cooler finden. Hani. Dann haben wir Marta, sage ich schon. Marta, wie komme ich auf Marta? WTF, wie komme ich jetzt hier auf Juan Marta? Wir haben Mannschaftsfoto von Japan, das wollte ich sagen. Und dann noch Dennis Glushakov hier. Dennis, nein, ich werde nicht mit einem N geschrieben, sondern ich werde mit zwei N geschrieben. Dennis mit Doppel-N. Da hatte ich auch auf Instagram mal ein paar private Nachrichten bekommen mit einem N, beispielsweise, wo ich das hier gerade sehe. Vorletztes Päckchen. Kommt jetzt hier nochmal Ronaldo. Sergio Roberto, Naldo, Salif Sané, Tilo Kehrer und Bernardeschi. Ihr kennt die Geschichte zu Bernardeschi, Leute. Ihr kennt die Geschichte zu Federico Bernardeschi. Den habe ich so oft gezogen, da könnte ich, glaube ich, meine ganze Wohnung mit diesen, nur mit dieser einen Karte hier, Leute. Bestimmt habe ich die, ungelogen, 40, 50 Mal habe ich Bernardeschi safe, Mann. No joke, true story. Federico Bernardeschi, ich müsste, nee, darauf habe ich eigentlich keine Lust, meine ganzen Karten zu durchforsten und zu schauen, wie oft ich Bernardeschi hätte oder habe. Aber es wäre mal lustig zu wissen, wie oft ich wirklich diesen Spieler gezogen habe. Federico Bernardeschi, immer wieder Federico Bernardeschi. Nächstes Pack, starten wir mit Jan Oblak. Dann haben wir Frankreich mit Mbappé und Paul Pogba. Auf solchen Stickern ist halt immer eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit, dass CR7 drauf ist. Natürlich jetzt nicht bei Frankreich, aber ihr wisst doch, was ich meine. Weil hier war ja auch CR7 direkt im ersten Päckchen. Matheus Uribe. Immerhin haben wir ihn einmal gezogen. Vielleicht kommt er jetzt hier nochmal in den letzten zwei Tütchen. Noch zweimal kann er sein. Robert Lewandowski. Koulibaly. Luis Adriano, definitiv ein German Star, Kappa Klaus, Marc Uth, Dele Alli und Dario Benedetto von Boca Juniors. Leider haben wir CR7 in den FIFA 365 AXL Boostern nicht gefunden. Schade. In den Stickertütchen hatten wir ihn schon einmal. Hier unten ist er nämlich, beim Torjubel bei Real Madrid hier noch. Freistoßtor gegen, wen hat er das gemacht? Gegen Gremio hier. Freistoßtor gegen Gremio. Bei der Club WM 2017. Genau. Aber wir haben ja noch ein Tütchen, Leute. Da kann er ja nochmal drin sein, der gute CR7. Hier kann er nochmal versteckt sein. Dani Alves. Nacho. Dani Ceballos. Und jetzt wird's interessant. Salamosen. Ah, es ist der Beißer. Es ist Luis Suarez von Barcelona.
das soll es gewesen sein, Leute. Das soll es gewesen sein. Wir haben CR7 einmal gefunden. Also unser Ziel haben wir erfüllt, wenigstens CR7 einmal zu finden. Cooler wäre es gewesen, hätten wir eine Karte und einen Sticker. Wir haben jetzt einen Sticker. Ja, das war's, Leute. Schreibt mir unten rein in die Kommentare. Team Neuer, Team Testing. Und auf ja, welchen Fußballer, welchen Star wir als nächstes suchen könnten. Anhand der Trikotnummer, anhand der Päckchenanzahl. Ihr wisst ja, habe ich euch am Anfang erklärt. Ich bedanke mich jetzt hier fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi, Kowski.